Herr Präsident, meine Damen und Herren! Erlauben Sie, bevor ich zur Sache rede, mir einen auch sachlichen und mir sehr wichtigen Hinweis. Vielen Dank für die Desinfizierung. Vielen Dank für die langen Stunden, die Sie in dieser Woche mit uns verbringen mussten. Für uns Abgeordnete ist es selbstverständlich. Bei Ihnen möchte ich mich ausdrücklich bedanken. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Hauptvorwurf, der gegen insbesondere den Polizeibeauftragten Teil beim Bürger- und Polizeibeauftragten immer wieder geäußert ist, dass wir damit eine gesamte uns wichtige Institution unter Generalverdacht stellen. Dass es außerdem überflüssig sei, weil das alles schon geregelt ist. Wir haben es gerade zumindest wieder angedeutet bekommen. Und ich möchte in aller Deutlichkeit sagen, wer nach den Vorfällen und Vorkommnissen der letzten Monate und Jahre noch das Wort Einzelfall in den Mund nimmt, der leidet unter Realitätsverleugnung. Und ich möchte auch in aller Klarheit sagen, dass wenn wir ein Problem erkannt haben, und das haben wir offensichtlich mit der ganz großen Mehrheit hier im Haus, dann wäre es unverantwortlich, nichts zu unternehmen, eventuelle schwarze Schafe zu identifizieren und Missstände abzustellen. Das ist der Kern des Problems und der Kern der Lösung. Und da sind wir in einer großen Meinung sogar einer Einschätzung hier. Zweite Bemerkung. Der eindeutig bessere Gesetzentwurf, der auch von uns ganz klar priorisiert wurde und wird, hat hier im Haus keine Mehrheit. Das ist bedauerlich, aber das ist denn jetzt so. Ich will deswegen auch nur noch an einer Stelle, Herr Rudolph hat das gerade auch schon gesagt, noch einmal deutlich machen, warum eine ganz große Lücke jetzt in dem Entwurf, den wir heute beschließen werden, besteht, nämlich in Bezug auf die Aufnahme der Möglichkeit von Whistleblower-Ereignissen zu reagieren. Ohne einzelnen Strukturen jetzt wirklich zu nahe treten zu wollen, wissen wir sehr wohl, und das ist in der Anhörung auch mehrfach geäußert worden, dass wir die Möglichkeit haben müssen, auch anonymen Hinweisen nachgehen zu können, ohne dass eine Gefahr besteht, dass der Whistleblower persönlich in Gefahr gerät. Diese Möglichkeit versagen Sie uns jetzt heute. Wir werden deswegen, das ist meine dritte Bemerkung, die Installation dieses dann jetzt einzugeführten Bürger- und Polizeibeauftragten, gleich welchen Geschlechts, begleiten, gegebenenfalls versuchen, Mehrheiten zu finden, um Fehler, die jetzt in Ihrem Gesetz dann auftreten, nachträglich zu korrigieren. Meine Vermutung bleibt, dass wir viel zu korrigieren haben werden, weil mich stimmt immer noch sehr nachdenklich, dass insbesondere die, die keinen Polizeibeauftragten haben wollten, signalisiert haben, mit ihrem Gesetzentwurf gut leben zu können. Das ist, glaube ich, hier in dem Fall ein Problem. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.